So, da sind wir mal wieder zum fetten Patch-Preview. Patch 1.0.0.1.2.3. Viel ist passiert, viel wird passieren. 45 Helden sind betroffen. Und dementsprechend werden wir auch einige weglassen, weil viele haben bloß Bugfixes erhalten oder irgendwelche Fehler weg. Und werden nur auf die wichtigen eingehen. Fangen wir gleich mal an mit einem Helden. Skarner der Kristallstachel. Willst du schon mal was zu dem sagen? Ich habe mir das den nicht hundertprozentig durchgelesen. Ich habe nur irgendwie kann der wohl Energie aufladen lesen und damit kann er dann wieder irgendwie was machen. Sehr gut. Also das ist ja bombastisch, wie du das erzählt hast, ja. Nein, also zum Beispiel sein Q-Skill, er greift an, er lädt, wenn er ihn getroffen hat, lädt er Energie auf und wenn du den dann zusätzlich nochmal einsetzt, sein Skill, wenn die Gegner verlangsamen und erhalten Schaden. Er kann sich ein Schild geben, was ein Lauf- und Angriffstempo erhöht oder sein anderes Skill ist dann zum Beispiel, dass er Energie beschwört, die dem Gegner Schaden macht und markiert. Und wenn du dem dann nochmal Schaden machst, heilst du dich. Also das ist ein E-Skill, also wird es dann wahrscheinlich immer mal eine EQ-Kombination werden von der Skill-Reihenfolge. Cool ist natürlich sein Pass, sein Ultimate, wie ich finde. Halt passend eigentlich zu dem, wie er aussieht, weil es ist ein Skorpion. Er sticht quasi seinen Gegner, macht damit Schaden und dann hängt er so am Stachel dran und du kannst den rumziehen. Also wird sicherlich bloß 1, 2 Sekunden sein oder so. Quasi ein bisschen wie Blitzcrank ranziehen und so, aber hört sich zumindest nice an, finde ich. Darf ich noch sarkastisch bemerken, oh, er kann ein Schild, damit ist er bestimmt der Erste. Oh ja. Naja. Irgendwann sind die Attacken nun mal alle verbraucht. So, was haben sie jetzt auch bei vielen Helden noch verändert, wie zum Beispiel jetzt bei Akali oder sonst was? Und zwar werden bei vielen Helden jetzt der Cooldown und die Stack-Anzahl direkt im Skill mit angezeigt. Oder was sie auch bei vielen Helden noch verändert haben, wie zum Beispiel jetzt bei Amunu, wenn die sich jetzt irgendwo an ein Ziel ranziehen, das irgendwo bestimmt markieren oder mit irgendeinem Skill halt Schaden machen, versuchen die Helden dann auch automatisch diesen Helden anzugreifen. So dass es nicht mehr sein kann, dass du dich mit Amunu an den Gegner ranziehst und der dann auf einmal einen Minion angreift. Das ist auf jeden Fall was denke ich mal, längst überfällig war, wie ich finde. So, jetzt gucken wir mal, was steht alles auf der Liste. Eschi bloß fixed, Blitzkrieg, irgendein Brand, alles nur Bugfixes. Ich glaube, Fiddlesticks dürfte der erste sein, wo sich Genau. wirklich was verändert hat. Auf jeden Fall. War Auto-Attack fliegt jetzt einfach schneller. Und der dunkle Wind macht ein bisschen weniger Schaden. Ja, sie haben ja gesagt Das im Video, dass Fiedel, so wie er jetzt ist, ihnen relativ gefällt. Also von der Art und Weise her. Sie haben einfach aber einfach im Moment noch ein bisschen zu stark wieder. Sodass sie halt den Grundschaden, den Damage durch die Skills ein bisschen runtergenommen haben, beziehungsweise die, na, wie sagt man, die Lierung. Skalierung, genau. Oder halt die Cooldown ein bisschen hochgesetzt haben. Einfach so ein bisschen wirklich nur Kleinigkeiten, aber mal schauen. Gangplank wiederum haben sie jetzt wieder runter ein bisschen genommen. Genervt, weil er war jetzt relativ stark, hat man sehr viel oft jetzt im Dschungel gesehen. So dass zum Beispiel jetzt wie ist das Ding auf Deutsch, die Krog gedrängte Klinge nur noch dreimal statt viermal kumulativ wirkt. Allerdings, ob das jetzt so den großen Unterschied macht, wird man sehen. Ja. Mal das hochgetränkte Klinge war nicht die ausschlagende Quelle seiner Kraft. So, jetzt kommen wir zu Garen. Da bin ich nämlich irgendwie ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Sie wollten ja Garen einfach so ein bisschen, ja, widerstandsfähiger machen. Also die ersten zwei Skills sind klar. Also einfach die Wirkdauer von seinem entscheidenden Schlag wurde erhöht. Oder beziehungsweise die Abklingzeit von Richten wurde verringert um eine Sekunde. Aber ich verstehe nie von diesem Passivskill, wo du Rüstung Magieresistenz bekommen hast. Steht da, wurde von 15, 15, 20, 25 auf konstante 25 erhöht.
Heißt das denn jetzt, ich habe sofort mit dem ersten Punkt auf 25 und die restlichen Punkte tun sich nichts mehr? Oder bekomme ich jetzt jedes Mal 25? Nee, das Ding ist ja so, wenn du einen Minion killst, kriegst du 0,5 Magieresistenz und Rüstung. Ja. Und früher war es so, dass also wenn du nach 10 Minions war bei 5 Schluss genau. auf Rang 1. Dann hast du keins mehr bekommen. Ja. Und jetzt kannst du im Prinzip die ganze Zeit bei, also auch schon auf Rang 1 50 Minions killen und kriegst dann deine, oder 25, wie auch immer, nee, 50 und kriegst dann deine 25 Rüstung dazu die ganze Zeit. Naja, aber warum brauche ich denn das, warum sollte ich das dann mehr skillen? Da kann ich das doch auch auf Level 1 lassen. Ja, aber das hat ja noch einen aktiven. Kann ja noch irgendwas. Also im Prinzip kannst du es am Anfang auf Level 1 lassen und dann ganz am Ende irgendwie hoch. Was war denn das aktive davon? Der kriegt ein Schild und kriegt reduzierten Schaden. Aha. 20, 24, 28, 32, 36%. Okay, na gut. Dann ist trotzdem relativ komisch, finde ich. Ne? Ja. So, Heimerdinger. Da haben wir eigentlich so eine Kleinigkeit, von wegen, wenn du jetzt Türme aufstellst, während das Ulti aktiv ist, ist der Turm, den du gerade setzt, auch automatisch in diesem Ulti mit drin. Was vorher ja nie der Fall war, wenn der Turm halt im Ulti kam, war es halt ohne Ulti. Übertrieben gesagt, ist es nichts Weltbewegendes, aber... So... Jaman, das ist doch was für dich, den hast du doch mal so gerne gespielt. Ja, der verwirrende Patch Notes, wie ich finde. Also der erste, was wir verändert haben, wenn, während man sein Ulti macht oder in der Luft ist, verfolgt man den Gegner nicht weiter. Das heißt, man springt wahrscheinlich dann dahin, wo er vorher stand, schätze ich mal. Das ist die Frage natürlich, kann der Gegner dann aus dem Ding schon raus sein und du bist dann drin? Mag oder? Natürlich sein, ja. Dann ist die Frage, steht es, also ist er es... Er stellt diesen Ring von Land, ob, egal ob der Gegner anvisiert werden kann oder nicht. Da ist die Frage, kann ich das jetzt einfach irgendwo ins Feld machen und hab dann da meinen Ring oder wie? Hm. Ja gut, das muss ja in der Range liegen auf jeden Fall. Ja. Normalerweise konnte ich ja wirklich mit dem Ulti nur sagen, ich mach's jetzt auf den Helden, den Minion und da ist er dann hingesprungen. Genau. Wahrscheinlich kann ich jetzt einfach aber sagen, beim freien Feld, ich springe jetzt einfach nach vorne. Hat er den Ring jetzt auch gesetzt, wenn... bevor er gesprungen ist, ja, ne? Da würde das erste das natürlich Sinn nicht. Machen, durchaus. Also auch, wenn der Ring nämlich jetzt sofort an der Stelle ist, dann kann der Gegner ja auch nicht mehr rauslaufen, außer du hast das Ding einfach scheiße gesetzt, ne? Na ja, gut, das wird man sehen, wie das dann funktioniert. Also ich denke, man wird Weltbewegendes nicht groß ändern. So, was haben wir denn noch? Ja, dann haben wir wieder einige Helden, wo jetzt alles angezeigt wird. Kale. Genau, Kale wird ein bisschen gebufft, ne? Den hast du jetzt ja auch mal angefangen zu testen. Nee, zieht mehr Rüstung. Ach, zieht mehr Rüstung? Die von... Warte mal, ich habe gerade einen Lag, ich höre dich gerade überhaupt nicht. Sag mal was. Ja, ich höre dich auch nur abgehackt. So, sag jetzt mal was. Ja, also Kaylee ist die nächste und zwar haben sie einfach das Passiv verstärkt, das hatte vorher 2% Magie und Magieresistenz und Rüstung verringert beim Feind, wenn du ihn schlägst und jetzt macht es halt 3%. Genau, also eine minimale Erhöhung. Die haben Ken gebufft, das hat mich ein bisschen erstaunt. Zumal jetzt, ich habe jetzt irgendwie mal aufs Maul gekriegt von irgendwelchen Kennen. Und zwar haben sie da die Skalierung ein bisschen erhöht und die Energiekosten verringert. Ich weiß nicht, also fand ich jetzt unnötig, fand Ken so wie er war eigentlich recht angenehm. Ja, fand ich auch. So, was haben wir denn? Leona ist das nächste größere. Und zwar haben sie die im Grunde, ja wie soll man sagen, einfach ein bisschen ausdauernder gemacht. Die hat ein bisschen weniger Mana-Kosten, geringere Abklingzeiten und... jetzt nichts Weltbewegendes, halt solche Kleinigkeiten, die aber einfach dafür sorgen, dass sie länger auf der Lane bleiben kann. Pff, ist jetzt halt auch nichts sonderlich Großes. Ja. Bei Lux haben sie den von dem Stun den Cooldown eine Sekunde um jeden Rang verringert. Dann mal Fiete. Haben sie gebufft. Talen Schläge haben kosten jetzt mal weniger Mana, 5 weniger Mana. Ja.
Und dieser Bodenschlag, wo auf dem Boden haut, hat jetzt einen größeren Radius und kostet auch 10 Mana weniger. Genau. Master Yi haben sie jetzt so weit geändert, dass während du in deinem Eröffnungsschlag bist, das ist ja das, wo du so durch die Gegend wuselst, kannst du bereits dein Ulti einsetzen und dein Wuchu-Ziel, wodurch du ja mehr Schaden machst und schneller angreifst, noch während er in dem anderen Skill ist. Das finde ich extrem super, muss ich sagen. Weil das ist mir schon mindestens 50 Millionen Mal passiert, dass ich Q mache, meiner Meinung nach drücke ich W und R, also drücke ER, sterbe und sehe, okay, E und R sind immer noch nicht aktiv, nicht auf Cooldown, das heißt, die haben sich nicht aktiviert. Super, da hätte ich vielleicht den Gegner gekillt. So. Das ging mir auch schon ein paar Mal so. Und du kannst halt sofort drauf hauen. Und da kommt dann noch das andere hinzu, dass er dann auch automatisch den Gegner angreift oder versucht anzugreifen, mit dem du auf Kugels gezielt hast, so dass du automatisch dann gleich drauf haust, und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, Morgana ist stärker geworden, ne? Läuft jetzt ein bisschen schneller, hat weniger Abklingzeit bei der dunklen Bindung und bei diesem Öl, was er macht, braucht es ein bisschen weniger Mana, was ich gerade sehe. Und das Ulti schlägt anscheinend schneller zu. Wie ist das gemeint? Weiß nicht genau, wie das Ulti funktioniert, weil der irgendwie mit anmachen, kurz warten und nochmal Schaden oder so, ne? Du musst, also wenn die ganze Zeit in der Range waren, haben die dann nochmal den Schaden bekommen. Was ich aber gerade bei Mordekaiser also sehe, als Fehler, also immer noch, also ich hab's nie gesehen, finde ich aber lustig. Du konntest den Klon eines gegnerischen Mordekaisers klonen. Das heißt, wenn der gestorben ist und du hast seinen Ulti drauf, hast du den Klon vom Klon bekommen. Ah, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, das hab ich. So, Nasus. Auch einer deiner Lieblinge. Den jetzt geändert haben, weiß ich nicht. Der war eigentlich super, fand ich. Der war perfekt. Jetzt haben sie ihn stärker gemacht, okay. Und zwar kriegt er jetzt in den ersten beiden Stufen mehr Life Leech, also mehr Lebensraub. In glaube 11 und mit dem Ulti steigen, glaube ich, diese Stufen von 10 auf 14 und von 15. Die Endstufe bleibt 20%. Dann sein Altern, dieser Super Slow, hat jetzt weniger Cooldown, 4 Sekunden am Ende, weniger Mana und erreicht auch, wenn man diese, ach, wie heißt das, diese Eigenschaft, dass man nicht mehr so lange gestunt ist und sowas. Wenn man die hat, Zähigkeit ist es, glaube ich. Wenn man die hat, dann reicht der Slow trotzdem seinen maximalen Slow, weil der baut sich ja normalerweise nach 6 Sekunden oder so, baut er sich immer auf, kriegt immer mehr, also immer weniger Geschwindigkeit, und das wird jetzt anscheinend dann einfach in kürzerem Zeitraum aufgebaut. Ja. So, dann sein Geisterfeuer hat jetzt nicht mehr so eine große Verzögerung. Scheint jetzt schneller und macht jetzt einen Initialschaden. Anstatt einfach nur Damage über Time macht es jetzt 215 plus 0,6 AP Initialschaden und danach 43 plus 0,12 pro Sekunde. Auf höchster Stufe wohlgemerkt. Und sie haben seine Reichweite erhöht, das heißt irgendwie weiter schlagen. Ja, oder? Sinn war halt, der sollte jetzt jungeln können. Ich weiß nicht, warum jetzt jeder jungeln muss. Der soll es jetzt können. Ja, ich weiß auch nicht, warum man mit ihm jungeln sollte, weil auf der Lane kann man doch diesen... tausendmal... Das naja, ist wahrscheinlich bloß Riot. So, kommen wir zu Pantheon. Ach, der gute Pantheon. Ja, haben sie ja, nachdem sie den im vorletzten Patch ja quasi mit der Verringerung seines Ultis von global auf regional doch ziemlich runtergenervt haben eigentlich schon, kriegt er jetzt meiner Meinung nach wieder ein Update, also ein Buff. Zum Beispiel sein Herzsucherschlag, wo wir uns immer aufgeregt haben, der trifft ja gar nicht und er macht ja überhaupt keinen Schaden, ja. Ist so, dass er jetzt nicht fünfmal vor sich schlägt, sondern nur noch dreimal. Allerdings wurde der Schaden verdreifacht, den er mit jedem, also mehr als verdreifacht, sodass du insgesamt jetzt mehr Schaden machst damit. Nein, das ist so nicht ganz richtig. Du machst weniger Schaden. Weil der vorherige Schaden bezog sich, das habe ich nämlich auch vorhin gedacht,
ein bisschen tricky. Der vorherige Schaden bezog sich auf deinen kompletten Schaden und der neue Schaden bezieht sich nur noch auf deinen Bonus-AD-Schaden, den du bekommst. Du machst insgesamt mit diesem Herzsucherschlag ungefähr 20% weniger Schaden, aber dafür in einer viel kürzeren Zeit. Also vorher hast du in 1,8 Sekunden, sagen wir mal 1000 Schaden gemacht gegen Helden und jetzt machst du ungefähr so 790, 800 noch was, aber in 0,7 Sekunden. Aber wieso? Anstatt mit Achso. Zusammenangriffsschaden. Naja. Nee. Weil der Unterschied ist ja. Was ist denn dein. Der Unterschied zwischen zusätzlicher Angriffsschaden und gesamter Angriffsschaden ist doch nur das, was du jede Runde dazu kriegst. Das ist, was weiß ich, ein Wert von 2, 3 oder sowas. 100. Dein Grundwert ist wenn das. Du keinen einzigen Gegenstand hast, die 50 dann hast von du eine AD. 50, 55. Genau, und wenn du jetzt kaufst jetzt die Geisterklinge, also hast sagen wir mal 100 AD, wenn du nichts hast, kaufst du Geisterklinge, hast du 130. Hast du mit dem alten 60% von 130, nee 40% 130 fünfmal gemacht, also 200% von 130. Und jetzt machst du nur noch von den 30, also das 60%. Im späteren Spielverlauf ist das relativ egal, weil dafür skaliert es ja mit mehr. Das wird sich ohne Garantie aufgehoben, würde ich sagen. Nee. Ich hab's durchgerechnet vorhin. Ich hatte vorhin ein bisschen Wo Zeit, hast du das mal durchgerechnet. Auf Arbeit? Natürlich nicht auf Arbeit. Was Der denkst du denn von mir? Genau. Ich würde mal sagen, die Auswirkungen sind generell überhaupt nicht sichtbar, weil meiner Meinung nach normalerweise hast du fünfmal zugeschlagen, davon hast du vielleicht viermal getroffen, weil er beim letzten rausgerannt ist. Und jetzt schlägst halt dreimal zu, machst weniger Schaden, aber triffst dafür auch dreimal. Also ich würde sagen, das macht sich nicht sehr groß bemerkbar. Auch, dass die Abklingzeit deutlich verringert wurde, auch die Mana-Kosten. Also das ist schon eigentlich nicht schlecht. Genauso der Ich muss generell über diesen Pantheon, über diesen ganzen Pantheon-Neumache-Dings hier, muss ich mich sehr fragen, weil das meiner Meinung nach ergibt das überhaupt nichts Neues. Das ist alles so wie immer. Es ist alles ein bisschen geändert und da eine Zahl gedreht, aber das bringt alles überhaupt nichts. Du springst trotzdem rein, haust drauf und entweder machst du einen Tod oder du stirbst. Das ist halt von Anfang an mehr Schaden. Also der Grundschaden wurde doch deutlich erhöht. Dafür wurde der Faktor dann auf höchste Stufe minimal verringert. Wichtig vor allen Dingen noch, dass Uldi wurde jetzt quasi von 5 Sekunden Skalierungszeit insgesamt auf 3,5 verringert. Das ist durchaus schon ein Unterschied, wie ich finde, mit 1,5 Sekunden. Und vor allen Dingen der Schaden am Rand ist auf jeden Fall noch 50% statt, wie bisher 33%. So, jetzt muss ich noch kurz was zum Speer, zum Speer sagen. Es wurde ja groß ankündigt, ja, der Speer kann jetzt auch critten, wenn der Feind weniger als 15% Leben hat. Schon mal recht geil, haben sie gesagt, geht richtig fett ab. Habe ich mir so gedacht, das stimmt, geht richtig fett ab so. Dann habe ich mal nachgerechnet, wie ich so bin. Wenn du ungefähr 2500 Leben hast, was ja schon relativ für die Durchschnitt, sagen wir mal für einen Magier, für eine Eschi, was jetzt nicht so auf Leben aus, sondern Tank halt natürlich, ist das schon, sagen wir mal, so normal bis viel, würde ich sagen. Dann hast du ab 375 Lebenspunkten 15%. Das heißt, ab 374 theoretisch gesehen müsste der kritten. Das heißt, du machst dann 50% mehr Schaden. Der Speer an sich macht aber auf dieser Stufe schon ungefähr 400 bis 500 bis 600, kommt auf an, welche Gegenstände du hast, Schaden. Das heißt, minus Rüstung, minus plus Rüstungsdurchdringung hin und her gerechnet, hast du ungefähr 60 bis 70 HP, wo wirklich dieser Crit entscheidend ist. Das heißt im Prinzip, dieser Crit, den du kriegst, wo sie sagen, geht richtig ab, wird dir in den wenigsten Fällen überhaupt was bringen, weil der Grundschaden des Speers schon so hoch ist, dass er dieses 15% Leben des Gegners wahrscheinlich generell sowieso schon abziehen würde. Sein, wenn ich das sehe, 225 Schaden plus 1,4 Angriffsschaden, na gut, wenn du jetzt 200 hast, hast du dann halt, jetzt möchte ich mich hier nicht verrechnen hier, 40% von 200, ach, was weiß ich, hast du halt dann, na gut, 500. Na doch, wird er reichen auf jeden Fall. Mensch, du hast halt wirklich viel Zeit gehabt auf Arbeit. Also es ist, ich weiß nicht, das Ulti funktioniert jetzt schneller. Das ist ganz cool, aber sonst sehe ich da irgendwie keine große Verbesserung. Alles so wie vorher, würde ich sagen. Somit immer noch irgendwie dämlich. Mal probieren.
was mir als nächstes aufgefallen ist, Teemo fand ich sehr nice. Und zwar Ulti, die Pilze. Und zwar die bestehenden Pilze. Also du bist jetzt Level 10, was weiß ich, setzt deine ganzen Pilze überall. Und dann wirst du Level 11, kannst du ja dein Ulti updaten. Und dann waren die ganzen Pilze, die noch in der Map standen, immer noch Stufe 1 Pilze. Und die werden jetzt quasi mit abgedatet. Und ich habe mich halt auch immer gefragt, das gibt ja dann noch andere Helden und Sachen, die das so machen. Oder mit ähnlichen Sachen. Was passiert dann mit denen, ja? Bleiben die auf Stufe 1? Ja, und das habe ich mich auch mal gefragt. Stufe 1 geblieben. Und jetzt werden die automatisch mit abgedatet und das finde ich richtig gut. Also das sollte auf jeden Fall, Das ist super, auf jeden Fall Sinn. So, dann habe ich jetzt ein kleines Rätsel für dich. Es gab da mal einen Held, der wurde im Prinzip nie gespielt und das war der schlechteste Held der Welt. Dann wurde der neu gemacht im letzten Patch, wurde gebufft, war aber immer noch einfach der schlechteste Held der Welt, der wurde einfach nie wieder gespielt. Der musste jetzt dringend nochmal gebufft werden. Wem rede ich wohl? Sona. Nein, natürlich von meinem Freund, den guten alten Tründemeer. Der war natürlich viel zu schwach, wie wir wissen. Der konnte ja gar nichts und jetzt kann er noch mehr. Gar nichts oder so. Ja, der wurde relativ deutlich erhöht, muss man sagen. Na gut, was ist deutlich, aber er wurde auf jeden Fall. Die Bonusfaktoren erhöht. Er heilt sich jetzt ein bisschen stärker und macht mit seinem Drehschlag da mehr Schaden. So, kommen wir zum letzten Mal schon den Helden, Wukong. Ja, das ist super. Da wurde das Ulti erhöht. Das fand ich, macht auch durchaus Sinn, weil für ein Ulti hat das relativ wenig Schaden gemacht. Plus, dass man noch bedenken muss, ich weiß nicht, wie lange der sich dreht, 3-4 Sekunden. In dieser Zeit, wo du dich drehst, stehst du ja auch im Prinzip direkt im Gegner. Das heißt, der Gegner kann ja genauso auf dich draufhauen, wenn du dich da drehst. Immer den hochhaust, und dann kann der ja trotzdem auf dich einhauen. Richtig. Daher kann das schon, macht jetzt 120% Bonusschaden anstatt 100. Ja, muss man schauen. Dann, wollen wir noch über Jorik reden oder das interessiert glaube ich eh keinen mehr oder was mit dem ist. Der macht jetzt wieder ein bisschen mehr Schaden mit seinem Kuskel, aber So, was haben wir noch für allgemeine Sachen zum Abschluss? Ladezeiten werden angeblich verkürzt. Tod und Blutrausch wird das anders gewertet. Also man kann ja zum Beispiel sich nicht mehr töten lassen von neutralen Viechern, Türmen. Und damit wird dein Blutrausch oder sowas nie abgebrochen. Beziehungsweise auch, du kannst jetzt mit Unterstützungen eine Serie aufbauen. Halt langsamer als mit Kills, aber kannst du was aufbauen, sodass dann auch Sorakas und also Unterstützer einfach mal in Rausch kommen können und mehr Geld bringen. So. Dann wurden noch meine Gebete erhört, weil Tränen der Götter, Mana Mune und Stab des Erzengels zeigen jetzt endlich an, wie viel Bonusmana sie schon gesteckt haben. Ja. Im Tooltip. Das hatten wir ja schon mit anderen Sachen so gemacht. So, genau. Damit sind wir eigentlich auch schon wieder durch, würde ich sagen, wa? Relativ viel los. Jo. Möchte ein Fazit. Ja, ich glaube, Pantheon muss ich definitiv, also ja, wie du es gerade sagst, ich sage, Pantheon muss ich jetzt beweisen, ob er besser ist oder schlechter. Ja, im Großen und Ganzen. Da bin ich sehr gespannt. Weltbewegendes dabei, halt viele Helden-Updates. Ein normaler Patch würde ich sagen, wo jeder meckert und manche sagen schön und ja, ich finde es auch nicht schlecht und schauen wir mal, ne?